Ich fände es gut, wenn es an dem Jahrestag des Massakers verboten wird. Weil die ja doch häufig ausarten mit Gewalt, mit Rufen, die auf jeden Fall verfassungswidrig sind. Also wenn es nach mir geht, definitiv. Ich würde gar keine Demos verbieten, weil es gibt ein Recht auf Versammlung und zu demonstrieren und ist ein Grundrecht. Sehe ich genauso. Absolut, generell Verbote finde ich schwierig. Ne? Also wenn man sozusagen verbieten, geht bis zu einem gewissen Punkt, aber man muss natürlich auch gucken, dass man dann Ausweismöglichkeiten gibt. Ne? Also grundsätzlich finde ich, das soll nicht verboten werden. Es ist ja Redefreiheit, Meinungsfreiheit. Wenn man anfängt, Demonstrationen zu verbieten, das finde ich problematisch. Sagen wir es mal so. Sollte nicht verhindert werden, diese Demonstration. Aber Gewalt oder andere Sachen sollten auch nicht erlaubt sein. Verbot ist keine Lösung für mich. Man soll wahrscheinlich mehr erklären, mehr darüber sprechen, vielleicht auch diskutieren. Gerade bei dieser angespannten Lage würde ich das schon echt schwierig finden, wenn man das verbietet. Besonders weil man ja die ganze Meinungsfreiheit dann halt auch wegen den Grundrechten einschränkt. Deswegen würde ich das allgemein jetzt gerade überhaupt nicht gut finden.